Zentrale wählen. Ist das schön? Was ist mit dem Wählen? Natürlich, wählen, wählen muss definiert sein. Jetzt zum Beispiel, ich sage euch, wenn wir Montag fasten, was wollen wir essen? Gans oder Hase? Was sagt ihr mir? Wir wählen aus. Ihr sagt mir Lamm, richtig? So, haben wir jetzt gewählt, ja oder nein? Okay. Das ist Wählen. Jetzt müssen wir gucken, was meint man mit Wählen? Es gibt Wählen als eine gesellschaftliche Sache. Zum Beispiel, wir sagen, wollen wir jetzt einen grünen Teppich oder wollen wir einen schwarzen Teppich von mir aus? Haben wir auch gewählt. Na, aber was du meinst wahrscheinlich ist das Wählen in der Politik. Ja, zum Beispiel in der Türkei oder jetzt was momentan. Ich würde das in Politik schreien, Entschuldigung. Ich rede allgemein. Ja. Allgemein. Egal, ob es jetzt in der Türkei oder woanders ist. Genau. Die Sache ist so, dass die Gelehrten darüber unterschiedliche Ansichten haben. Du hörst von den großen Gelehrten, die das verboten haben, und du hörst von den großen Gelehrten, dass sie das erlaubt haben. Die, die das erlaubt haben, haben nicht das erlaubt. Und wir reden jetzt über Länder, die nicht mit der Scharia walten. Also eigentlich alle Länder. Ja. Wenn wir richtig die Scharia meinen. Ja? Natürlich in Saudi-Arabien wird am meisten von der Scharia umgesetzt von allen Ländern, ohne Zweifel. Auch wenn es manchen Leuten nicht gefällt, ohne Zweifel. Das stimmt. Auf jeden Fall. Was meinen wir damit? In Ländern, wo nicht mit der Scharia gerichtet wird, reden wir über solche Länder oder wo mit Scharia gerichtet wird? Das ist nochmal ein Unterschied. Wo nicht mit der Scharia gerichtet wird, das heißt mit dem Gesetz Allahs Azza wa Jal, da haben die Gelehrten unterschiedliche Ansichten. Die, die das erlaubt haben, haben das nicht erlaubt, dass man am Demokratieprozess teilnimmt, weil man diesen verinnerlicht und das als Aqida trägt, sondern sie haben gesagt, dass nur in einer Zeit der Notwendigkeit, wenn man zum Beispiel eine Partei hat, die sich für Muslime einsetzt und sie würden etwas für die Muslime machen, während andere versuchen, die gesamten Muslime niederzumachen. Das ist ihre Ansicht. Das heißt nicht, dass sie erlaubt haben, dass man diese Form als eine Form der Akzeptanz, wie manche Leute denken, weil er sagt, nö, wenn er das gemacht hat, dann sagt er gleich, Demokratie ist gut. Wer hat dir das gesagt? Ja, ach, hör erstmal die Wörter und nimm erstmal 3 Kilo Krankheit aus deinem Herzen, bevor du diesem Gelehrten zuhörst und dann solltest du deine Ohren öffnen. Dieser Gelehrte hat gesagt, wie zum Beispiel Sheikh Ibn Uthaymeen, rahimullah ta'ala, er hat das begründet, indem er gesagt hat, es gibt in manchen Ländern 2 Übel. Dann wählst du was? Welches Übel? Das kleinere Übel. Als die Muslime gehört haben, dass die Römer gegen die Perser kämpfen, da haben sich die Sahaba gefreut, dass wer von wem besiegt wurde. Dass die Römer wem besiegt haben? Die Perser. Die Perser. Sie haben sich gefreut, weil sie die Römer geliebt haben, weil das ihre Freunde waren. Deswegen versteht ihr, Ikhwa, mit wem reden wir heutzutage? Wir reden mit Leuten, die 5 Kilo Krankheiten in ihrem Herzen haben. Und andere Gelehrte haben das nicht erlaubt. Wie Sheikh al-Albani, rahimullah ta'ala, und ich folge dieser Ansicht. Sheikh al-Albani sagte, es ist nicht erlaubt, an Wahlen teilzunehmen. Weil er auch bestimmte Sachen begründet hat, die wir jetzt nicht alle nennen können. Deswegen führen wir diese Mas'ala, diese Sache zurück und sagen, هذه Mas'ala ijtahidiyya. Das heißt, das braucht was? Ijtihad. Du musst erstmal gucken, über welches Land redest du. Ich hoffe, man hat verstanden, was ich sage. Habt ihr verstanden oder nicht? Es ging hier nur um was? Um das kleinere Übel.